Metallleute, was geht? Herzlich willkommen für, ja, zum 4000 Abo-Special. Ja? Der Chat hier bei mir im Livestream sieht es natürlich schon ein bisschen früher. Deswegen immer bei mir schön im Livestream dabei sein. Ja, es wurde sich, ich glaube, es wurde sich noch nie so oft ein Video auf dem Kanal gewünscht wie dieses Video. Drachenlord Undercover auf dem TS. Ein Met-Meilenstein. Habe ich selber auch schon viel zu oft gesehen. Aber ich gucke es natürlich auch gerne noch einmal mit euch zusammen. Ich habe richtig Bock. Wir gehen rein und ja, let's go. Was ist so dein Lieblingsvideo von Regenbogenscharf? Das, wo im TS war, mit dem Schwachsinn von wegen hier. Moment. Ah, jetzt hat er. Ja, ich vergesse bloß mal, wie es heißt. Findest du das lustiger, wenn der Drachenlord schmatzt oder wenn er schnauft? Da hab ich mal ein Remix gesehen, wo jemand das zusammengeschnitten hat. Das war ganz cool. Ich finde das so lustig, wie Rainer wirklich denkt, mit seinem bisschen Stimmenverzerren, checkt man nicht, dass er so diesen Akzent hat, der halt wirklich schon sehr signifikant ist. Ich hab mal gesehen, wie das jemand zusammengeschnitten hat. Junge, wer redet denn sonst so, Rainer? Junge, niemand sagt solche komischen Worte wie du. Selbst die ganzen Leute in Bayern und Co., Emskirchen, was auch immer. Niemand sagt Hagebundene. Niemand sagt das so. Das ist nur du, verdammte Axt, verdammt nochmal. Ach ja, schön. Aber eigentlich das Schmatzen. Was hältst du davon? Der Drache ist im Herzen eigentlich eine super Person, aber... Er will einfach also nicht lernen, ist mega stur und deswegen haten wir den alle. Ich finde ihn ziemlich dämlich. Ach Quatsch, wenn der sich ein bisschen benehmen würde und auch seine Fans etwas besser behandelt, dann denke ich, geht da schon was. Ach, der also. Ja, ich sehe gerade im Chat ganz viel, er hat nur eine ähnliche Sprechart. Habt ihr natürlich recht, das stimmt natürlich. Ist nur eine ähnliche Sprechart, viele Leute reden so. Also auch so ein FIFA Darkus Level wird er schon kommen. Wenn er mit den Hatern zusammenarbeiten würde und das gescriptet laufen würde, dann würde das voll viele Klicks bringen. Millionen. Als ob das Geskripte was bei ihm was bringt. Das findest du besonders schlecht, Noxy. Ja. Wenn er sich selber ein bisschen auf die Schippe nehmen würde, der Lord. Na, das kann er nicht. Oder glaube ich zumindest nicht. Das kann er auch nicht. Und das wissen wir alle. Aber auch so schön, wie Rainer so, ja, so über sich selber herzieht, einfach nur um diese Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten, dass er das nicht ist. Das ist so cringe. Es ist so unangenehm, sich das anzuhören. Du hast einen tollen Bart. Na, den hat er sich jetzt abgeschnitten. Zumindest laut dem heutigen Video. Hat bloß nur einen Schnauzer dran. Sein Hitlerbart oder was? Das kommt als nächstes. In AIDS Lord. Meine Nebenfrage, kann man hier eigentlich intern die Lautstärke einstellen? Kannst du die Gesamtlautstärke ändern, wenn du oben in deiner Leiste rechts klickst? Auch sowas. Du kannst das und das ändern, wenn du. Wer sagt das, Rainer? Sag mir, wer spricht so? Außer dir, wer? Rechtsklick und dann Werkzeuge anpassen. Und da gibt es ein Werkzeug, da hast du dann rechts einen Lautstärkeregler. Ah, okay. Muss aber schauen, noch, wie der heißt. Auch normal machen, glaubt es nicht, der Drachenlord. Da hat jemand bei Spermlord das Bild. Nicht schlecht. Durchzählen! Eins. Erster ist immer der Drache. Mass. Der erste ist immer der Drache. Okay, dann zwei. Ja, die Eins hat noch nicht angefangen. Was soll ich das wissen, dass der Eins... Es gibt die Drache, die Eins... Das ist so geil, wie es alle schon wissen. Dauernd so im Hintergrund hat man dieses Kichern und Rainer trotzdem versucht, so diese Fassade aufrechtzuerhalten. Einfach nur geil. Du kannst doch nicht in den Spiel kommen und dann die Regeln nicht lesen. Ich kann nicht. Nee, aber der war hier. Absichtliche Provokation. Das war auch nicht okay, weil der ist hergekommen und hat hier Leute spionieren lassen. Und dann wurde aufgenommen und so. Spioniert nicht. Und das ist halt schon wieder, das sind Sachen, die kann man eigentlich nicht bringen. Naja, sein Pech. Naja, nicht sein Pech. Das sind halt einfach, das ist gegen die Regeln. Zweiter Strich. Mit in der Schule oder was? Nee, wir sind hier auf dem Drachenlord her. Wir sind im Kindergarten. Gut gemacht. Aber ich bin auf dem echten Drachenlord auch. Und das ist ja definitiv nicht. You don't say. Was? Ich bin ja nicht auf dem Drachenlord TS. Wo bin ich hier gelandet? Ja, als ob das der echte ist hier.
Es ist so schlecht, Rainer. Es ist so schlecht. Als ob das der echte ist hier. Ah, oh, Mann, ey. Ich gut gemacht, zugegeben, aber. Das ist doch der echte. Das ist nicht beim Ansatz. Leute, durchzählen im Chat. Eins ist Drache. Los, let's go. Ja, und wo ist denn bitte der Unterschied? Boah, jetzt kann ich das ja loswerden. Ey, eine Sache. Vier Drachen und der Metal muss wiederkommen. Mach das mal wieder. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie ich das anstellen soll, aber. Na, wenn du drüben im TS bist, kannst du es nicht sagen. Mit dem Drachenbaden und so, das war so warte geil. Mal. Weißt du, jetzt sagt der eine nochmal explizit: Yo, bitte mach mal wieder. Vier Drachen und der Metal. Weißt du? Es weiß sowieso schon jeder. Es weiß sowieso jeder, dass das Rainer ist. Und jetzt reviert er es ihm nochmal und er so. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Das ist so unangenehm. Warte mal. Die Leute, die 15-10 schreiben, werden gebannt, Leute. Das geht nicht, ja. Also bitte. Da schwinge ich gleich den Banner, aber. Ich kann es dem Drachenlord mal sagen, aber. Ja, genau, sag dem Drachenlord das mal. Bezweifle, dass er es macht. Irgendwas will er ja machen, von wegen irgendwie ein neues Format mit zwei oder drei Leuten anstatt die vier oder fünf. Ja, sag's ihm doch einfach. Das war noch so ein paar Jahre auf alle Fälle. Schleich dich halt irgendwie drüben ein, das geht doch bestimmt. Ich hab's ja auch geschafft. Soll man sich den drüben einschleichen, wenn da ein Passwort drauf ist? Ah, das kriegt man schon hin. Rainer, der Hackerman. Gelegentlich macht er mal auf. Oder seine Admins machen auf. Wann macht er mal auf? Da ist er neulich mal voll abgegangen, weil die Admins einfach aufgemacht haben, obwohl sie es nicht durften. War cool, hat Fatlord sich voll aufgeregt. Du musst ihn jetzt nicht Fatlord nennen. Ja, das ist jetzt nicht steht auch ein bisschen weit. Nee, es ist okay, so eine Person so zu haten, weil er sich halt einfach teilweise echt asozial Leuten gegenüber benimmt, aber das Fatlord ist nicht okay. Okay, wo bezeichnest du das denn Ganze asozial? Und wo naja, kannst du dann die Grenze halt einfach Leute, nennen, die ihm helfen wollen, ankündigt. Einfach ankackt und sich halt sonst einfach benimmt wie der letzte Assi. Das geht einfach nicht. Naja. User joined gut. Your channel. Also soll ich quasi so Fettlord und Zeug rauslassen. Gut, ja, das ist. Das ist so lustig, wie sie ihn da zurechtweisen. Ja, also das geht natürlich jetzt gar nicht. Also das kannst du nicht machen. Ach man, Rainer hat wirklich keinen Plan. Ja, bitte. Wir waren ja, auch gut, mal Fans. Er hat uns zu Hatern gemacht. Oh Mann. Er behandelt halt seine Fans wie Scheiße, ne? Das ist nicht so in Ordnung. Richte mal den Drachen aus, dass er endlich mal tapezieren soll. Seine Bude sieht echt scheiße aus. Cool, was du cool, mit alles? Ja, zum Beispiel diesen messigen hingesprühten Drachen und die Spinnenweben werden schon schwarz. Das ist schon ganz schön übel. Er müsste mal sauber machen. Seine ist mittlerweile alles ordentlich aufgeräumt worden. Also nicht von Rainer, sondern von den Leuten, die das Haus abgerissen haben. Die Bude muss echt mal aufgeräumt werden. Also in einem seiner älteren Videos hat er mal mit einer Spraydose das Wohnzimmer gesprüht. Das sah scheiße aus. Ja, aber da sind auch die Spinnweben schwarz geworden. Oh Mann. Habt ihr schon mal das gesehen? Das ist eigentlich nächste Woche mit diesem Fan-Treffen bei ihm zu Hause. Soweit ich weiß, ist das kein Fan-Treffen, sondern nur ein TS-Treffen. Ah, okay. Da gehen auch bloß dahin. Dürfen wir auch kommen? Das ist die Lust, Lord. Ich nehme auch meine Gitarre also, und du spiel Lied. Also Punkt 1 kann ich das nicht entscheiden, weil ich erstens eh nicht dort gehe. Du hast doch gesagt, dass du drüben im TS bist, also kannst du doch auch. Ich bin im TS drüben, aber das geht doch mich nichts an. Das ist der alle. Ja, Mann, diese Ausreden. Wir werden übrigens mal aufs Titelbild wechseln. Achso, nee, da steht, der Stream startet gleich, ist ja auch drauf. Nee, da bleibt man da, okay. Dann kann ich ja nämlich frei mit meiner Maus hantieren, dachte ich, aber ach, naja, gut, egal. Ja, was soll ich sagen? Also, es ist halt schön, ne? Das geht jetzt noch eine gute Weile so. Rainer versteckt sich, Rainer versucht nicht aufzufallen und ja, schafft es leider nicht ganz. Verdammte Axt. Und ich gehe auch nicht auf seine Party, als ob ich da mich bei dem Spacken irgendwo hinhocken würde. Er kommt hinterher, holst du die Grätzen. Also so ein Löschzwerg würde ich mit dem trinken. Ja, vielleicht auch so. Also ein Löschzwerg mit dem Reini würde ich aber auch trinken. Da hätte ich auch Bock drauf. Zwerg. Achso, das ist das Zeug, was immer so oft. Aber nur wenn er Rauchmelder anbringt. Sonst gehe ich in seine Bude nicht rein. Anders wäre es halt auch Körperverletzung. Wenn da irgendwas passiert, muss er halt dann haften. Wir haben uns gefragt, ob er am ersten Mal eigentlich sein Sperrmüll verbrennt. Das wird auch ganz praktisch. Weißt du, ein fettes Richtfeuer. Ja. Ich bezweifle, dass das so schlau ist. Wir können ja hinfallen. Jeder bringt seinen eigenen Rauchmelder mit. An so einer Sicherheitsweste angenäht.
Sicherheitsweste. Kannst du gleich auf Plan nehmen. Kannst du den Drachen vielleicht mal wegen dem Pferd fragen? Ich hab was? Wegen dem Pferd. Ich hab Pferd. Hat er Pferd? Ja, da gibt's. Ach, stimmt, da hat er irgendwas haben wir gesagt. Das Pferd auf dem Flur. Ja, genau. Was ist denn jetzt eigentlich mit seinem Hamster? Also Arne ist neulich verreckt, hat er gemeint. Irgendwann. Den anderen hat er doch gegessen, oder? Was hat er gegessen? Ja, ich hab das so in YouTube-Video gesehen, da hat er sein Hamster gegessen. Also ich hab gehört, okay, cool, das kenne ich noch gar nicht. Kannst du mir das schicken? Wäre voll geil. Kenn ich gar nicht. Kannst du mir das schicken? Das wäre voll geil. Oh Mann, ey. Ist das unangenehm mit anzuhören. Ja, kannst du mir das schicken? Das wäre ja super, super interessant. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ist aber schon cool, was da so abgeht. Also, die Hater haben ja da fast mehr Arbeit als er mit seinem Geschmarre. Ach, nicht nur fast, die haben mehr Arbeit als er, also, hä? Als du. Null. Übrigens, ich habe jetzt gerade mal den TS drüben und hier verglichen, weil ihr mich gefragt habt, was anders ist. Also zuallererst mal, drüben hat er bloß 3 Räume in der Med, also in der Medhalle. Und zwar hat er da einmal Helheim, Volkwarm und Valhalla. Lass uns doch mal einen Screenshot. Was soll das überhaupt sein? Das kann doch... Rautewurm gegen Mobbing. Vielen Dank für das Geld gegen Mobbing. Ich werde es benutzen, um aktiv gegen Mobbing vorzugehen. vielen Dank für die Unterstützung. Für die schlauen Füchse unter euch, irgendwie geht die Chatbox nicht mehr. Die ist gerade einfach irgendwie abgeschmiert. Keine Ahnung. Naja, ist nicht so schlimm. Wir machen einfach weiter. Ein Screenshot von dem anderen Team. Und lad das mal bitte hoch. Und die anderen sind... Und Musik ist eine eigene Halle. Also das ist ein eigenes Mittelding. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ja, aber wer denkt sich denn so Namen aus für irgendwelche Channelräume, hä? Und auf einmal mit der Hand aus dem Tisch gehauen, ja. Das ist, soweit der gesagt hat, das ist übrigens hier falsch geschrieben, glaube ich, oder? Egal. Das sind die drei Totenreiche irgendwie aus dem nordischen Geschmarre da. Da hat er doch mal. Aus dem nordischen Geschmarre da. Welcher normale Mensch benutzt das Wort Geschmarre? Ich sage euch, wie es ist. Zum 5000 Abo-Special hören wir uns das Ganze mit Stimmenverzerrer an. Das macht das Ganze noch lächerlicher. Aus der nordischen Mythologie. Das ist auch kein Schmarren. Ja, das hat er da irgendwie halt gemeint. Nur weil es der Drache ist, heißt das ja nicht, dass alles, was der mag und so, dass es scheiße ist. Nee, ich denke auch, dass er so eigentlich ein cooler Typ wäre, wenn er halt einfach nicht so wie das letzte Arschloch mit den Leuten umspringen würde. Sei ja. Fame ist halt so Kopf gestiegen. Ja, ich glaube, dass das sowieso irgendwann aufhört, weil ich glaube nicht, dass er das doch lange interessiert. Ist ja schon ein fragwürdiger Fame, ne? So mehr Hater als Fans. Ja. Ach, ich weiß nicht, das mal, du hast ja nicht die Daten, die er da hat. Ich glaube, dass dem Harzeller das ziemlich egal ist, weil der kriegt doch dadurch gar kriegt er halt, dadurch kriegt er halt jeden Monat ein bisschen mehr Kohle. Selbstständiger Schichtarbeiter, das kenne ich auch noch nicht. Das kenne ich auch noch nicht. Ich behaupte das zwar immer von mir selber, aber das kenne ich doch gar nicht. Ja, Rainer, alles klar. Ach, Mann. Na, jedenfalls. Hat er doch in einem Video gesagt. Ja, achte doch einfach mal drauf, dass du nicht ganz so beleidigend bist. Selbstarbeitiger Schicht. Damit würdest du dir allen einen Gefallen tun. Bitte? Ja, so ist das nun mal. Moment, wir haben keinen akustisch Kopf, nicht hier. Ach so, entschuldige. Achte doch einfach drauf, dass du nicht ganz so beleidigend bist. Okay, ist zwar der erste. Echt ein bisschen extrem so. Ist zwar der erste Troll-TS, wo hier drauf geachtet wird, aber okay. Was denkst du denn, wo du bist? Wieso denn Troll-TS? Wir sind da nicht irgendwelche Level-1-Trolle. Das hier ist doch nicht Level-4-Trolle, oder? Wir sind Level 7 Trolle. Dann bin ich ja in der gehobenen Gesellschaft gelandet. Oh, sorry. Exakt. Ich hab mein Smoking gar nicht an. Wenn ich in der... So unangenehm, ey, wirklich. Ich hab mein Smoking gar nicht an. Ich dachte, ihr seid Level 4 Trolle. Ach, Mann, Rainer. Ich verstehe, also, das muss ich auch jetzt einmal ansprechen. Was war sein Plan? Also, ich meine, ich weiß, was sein Plan war, ne? Er wollte sich da einschleichen und wollte halt die Leute so undercover-mäßig enttarnen, die halt in Wirklichkeit Hater sind, ne? Ist ja klar, so. Aber hat er wirklich geglaubt? Er dreht den Stimmenverzerrer ein bisschen hoch, spricht ganz normal mit den Leuten und das fällt nicht auf. Das geht mir halt nicht in den Kopf, wie man glaubt, so, ja, 10 von 10, bester Plan, das machen wir so.
Junge, keine Ahnung. Hättest du irgendwie ein Sprachprogramm benutzt und hättest einen Gumbel. Ja, du hast doch so viele Gumbels. Warum hast du keinen Gumbel gefragt, der einfach mit den Leuten redet, die keiner kennt? Ja, das, ich versteh's nicht. Rainer, was hast du gedacht, das funktioniert? Leider nicht. Der gehobenen Gesellschaft bin. Hey, das war schon wieder Patrick, Junge. Ich hab dich im Auge, ich sag dir, wie es ist. Sollte ich mir vielleicht angewöhnen. Nee, halt einfach nicht so beleidigend sein. Ich werd's versuchen. Aber okay. Der Typ lädt ja im Prinzip ein dazu. Ja, natürlich, aber das heißt ja nicht, dass man sich dann auf sein Level begeben muss. Mit der Unfreundlichkeit. Ja. Habt ihr das Video schon gesehen? Drachenlord hat einen Stalker? Das ist ja geil. Aber bestimmt nur einen männlichen Stalker. Wie bitte? Bestimmt nur einen männlichen Stalker. Keine Frau macht das. Ist ein Mann, ja. Wir fragen mich auch, warum geht eigentlich Drachenlord nicht auf Männer los? Ich meine, er klagt immer so, oh, ich krieg keine Ische ab und so weiter, aber er ist doch bi, dann soll er sich doch mal einen reinstecken lassen. So. Und dann macht ja, ist ja auch einfach ein guter Tipp. Ich denke nicht, dass er einen Mann findet. Er wahrscheinlich sind ja die Männer, er redet immer nur über Frauen. Ja, die Weiber kriegt das sowieso nicht. Und ich denke, die Männer kriegt das nicht. Die Weiber nicht. Stimmt, Mick, du hast recht, das war gar nicht Rainer, das ist eigentlich Black Rose, den wir da gerade hören. Naja, da drüber heult er zumindest. Im Anzug oder so, und dann läuft da schon was. Da drüber heult er zumindest immer. Heute hat er auch schon wieder gemeint, dass irgendwie ein Date in München hätte und dass die sich jetzt nicht meldet. Und wahrscheinlich wird sie jetzt absagen oder was. Kein Plan. Das ist natürlich auch wieder asozial von der Tante. Naja, kann man wenigstens wundert irgendwie mich Bescheid nicht. Sagen. Wundert nee, mich das heißt, wundert mich nicht. Das ist einfach, das ist halt so verhalten, das macht man nicht. Wenn das überhaupt eine echte Frau ist, wenn das halt irgendwie ein Troll ist. Der Lügenlord wieder seine gewissen Sprüche abgelassen hat, die ein bisschen eklig bei Frauen rüberkommen. So. Möglich, aber laut seiner Aussage, laut seiner gestrigen Aussage, hat er gesagt, dass die halt nicht, dass er mit der noch nicht einmal gesprochen hat. Also, noch nicht einmal geskypt oder so. Also, und wie soll er denn die sein, wenn er nicht mit ihr gesprochen hat? Ich meine, irgendwo muss man ja Kontaktaufnahme machen, ne? Schreiben. Irgendwie hat er sie über Facebook. Aha. Überleid. Das irgendwie über Facebook hat er gemeint, aber ob das wirklich eine Frau ist. Hat er gesagt, wie die heißt? Hat er gesagt, wie die heißt? Ich glaube, da hat er seine Lektion gelernt. Also, seit der Drachenlady, oder zumindest habe ich das seit der Drachenlady nicht mehr mitbekommen habe. Beider verquatscht. Also seine Drachenlady hab ich das mitbekommen. Edzard, du weißt schon. Ja, ist klar. Dass er irgendeine Frau erwähnt hat, namentlich. Da scheint er daraus gelernt zu haben, zumindest. Also bis jetzt habe ich zumindest. Das war aber auch ein bisschen traurig, die Geschichte. Die Geschichte war aber auch ein bisschen traurig, da muss man auch nicht drauf rumreiten. Die Geschichte war auch ein bisschen traurig. Da muss man auch nicht drauf rumreiten. Rainer, nicht Rainer, Black Rose, bitte nicht auch darauf rumreiten, das ist natürlich auch sehr traurig gewesen. Und zum Thema Rainer hat dazugelernt. Nein, hat er leider nicht. Bis heute hat er leider nicht dazugelernt. Sehr, sehr schade, das Ganze. Naja. Obwohl, ich hatte es auch schon ein paar Mal gesagt, so ein paar, nicht so kleine Fitzelchen, sondern so ein richtig großer neuer Bärchen-League, das wäre schon echt wieder was sehr, sehr Geiles. Das wäre schönes, geiles Met. Das mit der Drachenlady. Ja. Inwiefern war das traurig? Ah ja, was die Leute da gerissen haben, das war auch wieder unter aller Sau. Naja, mich hat es nicht wirklich gewundert. Geht ja immer wieder ab. Ich fand's so krass, wie der Drachenlord ein Video hochgeladen hat, wo er auf das Foto von der Drachenlady abgespritzt hatte. Ja, das ist auch krank. Das war echt voll krank. Also ganz ehrlich, ich bezweifle, dass es selber war. Das war wieder irgendein Troll wahrscheinlich. Nee. Wie er sich jetzt rechtfertigen muss. Die ganze Zeit wettert er gegen Drachenlord, der er ja nicht ist. Und sagt dann aber bei sowas, ich glaube dass, nicht, dass er das ist. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Ja, klar. Ist klar. Hat schon so typische Stimme gehabt, so Growl und naja, also und die Stimme. Total und jetzt wird das aber voll. Cola-Bärchen 2.0 wäre der Hammer. Ohne Witz hätte ich so Bock drauf. Wirklich, Cola-Bärchen-Leaks gebe ich mir einmal im Jahr komplett oder so. Junge, solche geilen Leaks, das ist so verdammt geil. Wir schauen uns das irgendwann auch mal hier auf dem Kanal an zusammen. Vielleicht machen wir da mal einen Stream und gucken uns pro Stream mal eine Folge an oder so. Hätte ich auch richtig, richtig Bock drauf, wirklich. Ach, Mann. Das sind wirklich die mit Abstand geilsten Bärchen-Leaks. Einfach, weil die wirklich die ganzen, wie lange gehen die? 10, 12 Stunden oder so? Wirklich die ganzen 10, 12 Stunden kann ich mir das wirklich einwandfrei geben. Das ist unglaublich. Voll hier.
Leute, wir haben einen ganz besonderen Gast. Ist der Drache hier? Nein, aber wir haben einen besonderen Gast. Die Rauchwurst. Du meinst jetzt aber hoffentlich nicht mich. Du meinst aber hoffentlich nicht mich, ich bin doch gar nicht besonders. Warum beachtet ihr mich denn? Ich bin doch nur Black raus. Ah, geil, Mann. Wegen warum hast du eine Honigkuhn-Stimmerkennung? Ja, ich habe eine sehr Honigkuhn-Stimmerkennung, deswegen weiß ich auch, dass das nicht der Drache sein kann. alles gut. Nein. Doch, du bist besonders freundlich und nett. Ganz lieb. Ja. Den hat jemand jetzt wurde ich ein paar Mal zur Ordnung gerufen, weil ich zu unfreundlich war, aber okay. Beim Großen und Ganzen. Ihr glaubt aber hoffentlich nicht immer noch, dass ich der Drache bin. Nein. Diese Frage. Ihr glaubt doch nicht immer noch, dass ich der Drache bin, oder? Weil, ich bin's nicht. Also alles gut, oder? Q95, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ich warte eigentlich die ganze Zeit auf den Alert, aber er kommt wieder irgendwie super spät. Damit deine Nachricht noch vorgelesen wird, aber ich danke dir auf jeden Fall schon mal für den Support. Alles schön. Ach, Digga, da ist er doch. Vielen Dank für deine Dienste, Herr Paar Mitleidsbanner, mein Kumbel. Ja, aber vielen lieben Dank. Nein. Das klingt ja bloß nach Ironie gerade. Mach mal den Stimmverzerrer aus, dann wissen wir das. Genau. Ja, und hinterher sind hier irgendwelche Aufnahmen mit meiner echten Stimme, das könnt ihr vergessen. Wir haben eh schon Aufnahmen. Wir haben doch auch alle unsere echte Stimme. Hä? Nimm das Ganze doch nicht so ernst. Ja, aber ich habe mal bei Ihnen drüben die echte Stimme. Wobei ich zugeben muss, ich habe drüben meine Stimme ein bisschen verändert, dass es sich echter anhört als hier. Obwohl, eigentlich... Warte mal. Dass es sich echter anhört als hier. Wer kennt es nicht, mit dem Stimmenverzerrer seine Stimme so ändert, dass es sich echter anhört? Alles klar. Ich glaube, das ist Regenbogenscharf. Ja, genau. Bei ihm drüben wirst du ja gebannt, wenn du das gleich rauskriegst. Bist du regenbogenscharf? Vielleicht. Vielleicht. Ja, genau, Rainer. Man hört es ja auch einwandfrei an der Stimme, dass du regenbogenscharf bist. Bestimmt. Ja. Ich wette, das ist regenbogenscharf. Als der das mit Selektion gesagt hat, das war schon... Ah, drachig. 2. 1. Dachte, 1 ist Drache. 1 ist immer der Drache. Ja, da musst du 1 sagen, go. Wieso ich? Ich bin 2, habe ich gerade gesagt. Noxius ist eine Frau auf Steroide. Beim Noxius, welches Bundesland kommst du? Dein Akzent klingt nicht traut. Norddeutsch. Akzente bringen ja gar nichts. Das klingt so ein bisschen nach Alschauerberg. Bezweifle ich stark. Und Akzente bedeuten gar nichts. Ich kann 3 verschiedene Akzente. Klingt so ein kleines bisschen nach als Schauer. Vor allem dann diese Ausrede. Ja, ich kann 3 Akzente. Alles gut, ja. Ja, bestimmt, Rainer. Mach mal einen anderen. Japanisch. Ja, klar. Aufs Drachenlord-Niveau oder was? Nix da. Dann mach mal einen anderen Akzent, den du kannst. Nee, das ist Mandarine. Ich verstehe nur Bahnhof. Was kannst du denn für Akzente sprechen, beziehungsweise Dialekte? Ich sehe nicht wirklich einen Grund, warum ich da irgendwas ausprobieren soll. Oder zeigen soll. Du hast doch gerade gesagt, du kannst 3 verschiedene. Ich wollte nur wissen, welche. Hm. Da kenne ich doch sogar jemanden hier. Junge! Och Junge! Och Mann! Das ist so der Wahnsinn. Das ist nicht der Drache. Jungs! Es ist nicht der Drache. Dieses Schnaufen, einfach so geil. Ich bitte um die Aufnahme. Ich möchte das bitte wieder umeditieren, damit man den Drachen im Original... Meint ihr, der ist hier wieder mal aufnehmen, irgendwer? Dass hier von drüben wieder wer ist? Na klar. Unwahrscheinlich. Noxi, du bist echt ein bisschen früher aufstehen, so. Aber komm, Noxi, du magst uns schon, oder? Irgendwie brauchst du uns. Das ist du magst uns. Du merkst, dass wir eigentlich sind ganz nette Leute, die sich darüber lustig machen. Ach, das ist ja scheiße. Nee, ja komm. Jetzt ist nerviger. Als ob ich meine echte Stimme hier wirklich zeigen würde. Noch einmal, JBO, ich bin nicht Drache. Ja, ist klar. Man hört jetzt durch den Stimmverzerrer, wenn du Drache sagst. Der typische Drachenschnaufer. Wir kennen dich so gut, wir haben dich so lieb. Wir kennen dich so gut, wir hören das durch. Ja, garantiert. Wir sind halt echte Fans. Garantiert ist ja nichts, was der Drache sagen würde. Wir sind größere Fans als deine Leute drüben auf dem TS.
Genau. Wir sind keine Schleimscheißer, wir nennen dich mal Lügenlord, aber trotzdem haben wir dich dick, Pummelchen. Guck dich zum Mittag um Abendessen. Ich denke über dich nach, wenn ich einschlafe. Denkt ihr über den Drachenlord nach, wenn ihr einschlaft, meine Freunde? Ich hoffe nicht. Obwohl ich tatsächlich manchmal, das muss ich jetzt zugeben, manchmal liege ich abends in meinem Bettchen so, ne, während Rainer draußen auf der kalten Straße sich durchschlagen muss. und denkst du drüber nach, ja, welche Videos könnte man sich noch angucken? Zu seinen utopischen Aussagen. Ah, oh Mann, so diese Aussage. Ich, manchmal liege ich nachts wach oder im Bett und denke über dich nach. Fand ich auch schon sehr utopisch. In all unser Herzen drin. Das ist nicht mein Witz. Oh Mann, ist halt so dumm, ey, ernsthaft. Leute, das ist nicht der Drache, verdammte Axt. Nein, Mann, du kriegst das nur in falschen Hals. Du darfst das nicht so ernst nehmen und wir mögen dich wirklich. Du bist wie ein Maskottchen. Mann, kapierst du nicht, dass ich der verfickte Drecher nicht bin? Alter! Drecher, Drache oder wie auch immer ihr den nennt. Wie auch immer, ich bin das auf jeden Fall nicht. Drache ist ein Vollidiot. Dankeschön, jetzt kann ich das anstellen und hab die Originalstimme. Danke, Drache. Danke. Wenn du meinst. Wenn du meinst. Ich hab doch schon gesagt, ich bin der verfickte Drache, nicht? Oder der Drache, wie er den nennt. Mann, wirklich, wie man sich so selbst zerstören kann. Und was ich halt auch nicht check, er merkt doch, es funktioniert nicht. Die Leute haben es lange, lange, lange gecheckt. Warum denkt er nicht einfach, komm, funktioniert nicht, Leute haben mich enttarnt, warum soll ich mich weiter lächerlich machen? Gehe ich halt einfach weg. Ja, da versucht er das noch ewig lang aufrechtzuerhalten und die Leute davon zu überzeugen, er ist doch nicht der Drache, verdammte Axt. Hallo. Die hohe Stimme nicht sogar immer, wenn der so ein Frage-Antwort-Ding macht, dann benutzt er genau diese Stimme. Lord. Also ich habe einen sehr hohen IQ-in Stimmerkennung und das war auf jeden Fall. Absoluter Ehrenhäler, wirklich. Oh, hier geht ja Party. Ja gut, dann kann ich dich ja gleich mal mitmachen, ne, du Asi. Nee, aber jetzt sag mal, Noxi, was ist dein Lieblingsvideo von Regenbogenschaf? Ja, keins. Der hat so viele. Soll ich mir die jetzt aussuchen, muss er das? Na, das, was dir am besten gefällt. Zum Beispiel, meine Lieblingsszene ist die Drachenlord-Spezialszene, wo er mit dem Kopf an den Baum lehnt und diese Esoterikmusik kommt. Leute, der Drache hat keine Lieblingssachen. Das müsst ihr doch langsam mal wissen. Das ist doch wirklich absichtliche Provokation. Das ist doch eigentlich auch schon der Bandgrund. Du Drache, du hast mal gesagt, die Hater interessieren dich nicht. Was soll ich sagen oder machen, dass sie mir jetzt endlich glaubt? Sag mal, mach den Stimmverzerrer aus. Ich werde meinen Stimmverzerrer nicht ausmachen, weil ich nicht so dumm bin. Dann bist du der Drachenlord. Gut, dann bin ich der Drachenlord von mir. Okay. Du lässt dich von uns hier immer noch teasen und du regst dich auf und bist jetzt schon wieder in diesem Rage-Mode, wo du keinen Bock mehr hast. Man hört dieses keinen Bock mehr in deiner Stimme immer so raus, weil du exponentiell anfängst zu schmatzen. Das ist so heftig. Von Sido, der Arschfickzorn, lies den mal vor. Ich bräuchte noch ein paar Aufnahmen von dir. Nee, aber Noxi, mal, das ist mal ein ernst gemeinter Tipp. Du musst manchmal auch ein bisschen cool sein, wenn das... Karin war schockiert. Ja, geil. Du musst auch noch mal ein bisschen cool drüberstehen, wenn die Leute dich verarschen, Mann. Dann würden wir dich viel mehr akzeptieren und sagen, du bist eine coole Sau. Aber bis jetzt bist du einfach nur noch eine Diva gewesen, weißt du? Das war ein Snickers. Guck mal, die Leute versuchen sogar noch so ein bisschen auf nett zu machen und zu sagen, ja, du musst einfach mal der ganzen Sache ein bisschen mit, ja, ein bisschen entspannter entgegenblicken. Und das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch wirklich. Wenn er sich auch so ein bisschen über sich selber mal lustig machen würde, wenn er mal über sich selber lachen könnte und sich halt nicht so ernst nehmen würde, ja, dann könnte oder dann hätte man am Anfang auf jeden Fall aus diesem Hate auch noch, ja, was Positives sich aufbauen können. Ne, siehe ein Tanzverbot, der hat das auch hinbekommen. Oder ein Excel, obwohl ich weiß gar nicht, ob Excel am Anfang viel gehatet wurde, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber das ist durchaus möglich, ne? Aber ein Drachenlord, der kann das nicht. Der kann es nicht, weil er einfach im Kern schon viel zu narzisstisch ist dafür, sowas überhaupt machen zu können.
so realisieren zu können, hey, ja gut, guck mal, eigentlich könnte ich da auch mal mitlachen, es ist ja ganz lustig und es ist ja auch ein bisschen Wahrheit dran, wenn die Leute sagen, ich bin Digger Tanzbär, so mäßig, ja. Da würde man sich so viel sympathischer machen und darstellen, aber ja, ist halt Rainer. Von Sympathie noch nie irgendwie was gesehen. Ja, man versteht dich wieder nicht. Weg. Das hat doch keinen Sinn mit dem Stimmverzerrer, wenn man gar nichts von dir versteht hier. Mir doch egal. Mir soll immer einen Gefallen, steh dein Mann und mach mal diese Stimmverzerrer. Wenn es euch nicht passt, disconnectet bitte. Ohne Scheiß. Doch, ich kann auch mit dem Schwanz zocken. Bin ich jetzt was Besonderes? Squiddy. Schwanzkopf oder was? Traut euch, kommt zu mir! Sehr gut nachgemacht. Ich glaube, das ist der echte Drache. Also ich bin jetzt überzeugt. Noxy, du bist nicht der Drache, was glaubst du? Kann jemand bitte auf normal stellen? Hallo, servus, Marius hier von lachschon.de. Ich wollte fragen, ob das mit dem Teamspeak alles zu eurer Zufriedenheit ist oder ob wir noch ist irgendwas benötigen. Hey, Lavos, ist alles cool hier. Nö, alles Bestes hier. Wir haben spezielle wenn Gäste so viel heute los Abend ist wie heute, also wenn nochmal so viel los ist, dann vielleicht nochmal ein Upgrade. Aber da reden wir dann drüber, wenn ich den Monat bezahlt habe. Okay, ja, in der Firma haben wir jetzt auch beschlossen, dass wir das den Etat für Hating und Trolling aufstocken. Oh, geil. Ja, Mann, geil. Ja. Also ich habe 2,50 gezahlt, um hier sein zu dürfen. Ihr scheiß Emskirchner. Das soll ich jetzt treffen, oder was? Er wusste eigentlich der Fettsack mit seinen Pommeshahn. Ja, vom Hater-TS ja auch unwahrscheinlich, dass man auf Hater trifft. Findet ihr mein Bild auch gut? Ich finde das Bild gut. Das habe ich jetzt aber auch schon 100-mal gesagt. Habe ich aber jetzt wirklich auch schon 100-mal gesagt, leider. Die ganzen die Profilbilder mit dem Fettsack, das ist so geil, Alter. Jedes einzelne Profilbild. Ey, Noxy, kannst du mal das bitte deinen Stimmverzerrer abmachen, rausmachen? Ich hab zwar bloß 80 Kilo, aber okay. nein. Ja gut, wobei. Ich hab zwar nur 80 Kilo. Ja, 80 Kilo zu viel. schön gleich hinterher mit reingedrückt. Einwandfrei. 1,60 Meter ist das der Hose. Und das wäre heute noch ein Kompliment, 80 Kilo zu viel, ne? Das musst du überlegen. Okay. Also bei 1,95 ist das schon in Ordnung, finde ich. Das ist schon ganz ordentlich. Was? Wie so? Auf 1,96 Leute auf seine Höhe anhebt, damit die gleich groß sind. Also 1,96 stimmt jetzt, möchtest du mir sagen? Ich müsste überlegen, er ist Italiener, das Schwerste an ihm sind seine Haare auf dem Rücken wahrscheinlich. Also er ist wirklich verflucht. Und das Blut. Ich habe ihn schon real auch getroffen auf dem Kampf. Hat er auch so auf dem Hof waren, soll das aber nicht so aus. Ohne Haare 1,50 Meter. Kampfkoloss! Mich zu verarschen, Alter? Kampfkoloss! Er hat doch auch erzählt, dass er mit 9 Jahren dass jemand doppelt so groß war wie er, der 3 Köpfe größer war. Das 3,92 Meter. Jemand war 75 Zentimeter größer und war damit doppelt so groß wie er. Keine Ahnung. Ja, aber mit 6 Jahren. Du vergisst aber auch, dass der gute Drache in der Sonderschule 3-mal sitzen geblieben ist. Ich sag nur Mutai. Bloß 3-mal? Ich sag nur Mutai. Das war doch Japan. Ja, das sind natürlich die Klassiker, ne? 6 Jahre Mutai oder Kampfsport generell, natürlich, ist klar. Und auch diese Sache mit diesem 1,87, 1,86, 1,97, ich bin doch was 2 Meter groß. Ja, ich verstehe halt nicht, wie man immer wieder solche Lügen verbreiten kann. Vor allem, weil wirklich schon einwandfrei nachgewiesen ist, dass Rainer ungefähr 1,87 groß ist. Aber ja gut, komm, egal. Oh Mann. Du meinst die Carbonara? Das was er ist nicht wollte. Japanisch, das ist Mandarin. Ist Mandarin und Chinesisch ist Chinesisch. Das Drachenlord, wie ging's dir eigentlich, als deine Mutter dich da verlassen hat mit der Schwester? Ich bin nicht der Drache, verdammte Axt. Du hörst? Und wie ging's dir dabei, als du dann noch. Lel. Ich hab vielleicht der gleiche Sprechart wie er, aber ich bin's trotzdem nicht. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken, Alter. Das kann man sich nicht ausdenken. Ich bin nicht der Drache, verdammte Axt. Ich hab vielleicht die gleiche Sprechart wie er, aber ich bin's trotzdem nicht.
Wow. Ein verschollener Zwilling. Oh, wisst ihr? Langsam verstehe ich, warum Drache euch hasst. Oh. Warte, der Drache hasst uns? Was? Junge Rainer, benutzt deine paar Gehirnzellen, die du hast, und verpiss dich aus dem DS. Du merkst doch von vorne bis hinten, es wird nichts. Die Leute wissen sofort, dass du der Drache-Lord bist, verdammte Axt. Geh doch einfach raus. Er spielt, ich hab's vorhin im Chat gelesen, vielen Dank dafür, ich glaube jetzt einfach deine Aussage, er spielt dieses verlorene Spiel immer und immer weiter. Es ist so, so dumm, wirklich. Es ist so dumm, einfach zu sagen, komm, wird nichts, die Leute wissen es, mein Gott, geh ich halt. Nein, es wird immer weiter gemacht. Was? Deine Fans? Warum er, oder besser gesagt, warum er die Leute auf dem TS hast? Drachenlord, ne, hör mal zu. Drachenlord. Ich hab mit dir Smite gespielt, du fetter Wichser. Ich hab mit dir League of Legends gespielt. Ich bin nicht der Drache. Hallo? Hallo, warum denn ist der Fetter hier? Warum sagst du denn, warum denn fetter Wichser? Ich glaub, bisschen ruhiger. Ich ja, weil er hat seine Oma ins Altersheim abgeschickt, damit er dieses Haus übernehmen kann. Das ist schon ziemlich widerlich. Ja, heute sind noch viele, viele andere Sachen dazugekommen, die auch sehr, sehr widerlich sind. Aber ja, man hatte damals auch schon genug Gründe, ihn nicht unbedingt mögen zu müssen. Du meinst diese Bude, nicht dieses Haus, diese Bude. Ja, aber die war davor bestimmt schön, bevor er da war. Dieses ranzige Etwas. Ich glaube, der Drache hasst einfach nur sich selbst und deswegen lebt er so wie ein Gehört ihm eigentlich nur dieses Haus rechts mit dem Dach, wo er immer tanzt, oder gehört das ihm auch? Scheune auch, Scheune auch. Neun Gebäude, Sonnenuntergang. Sieht man ihn tanzen. Und hört ihm Musik über ganz selbst. Auch einfach eine schöne Vorstellung, ne? Ihn da so tanzen zu sehen. Das ist eine tolle Musik. Geil. Kirchenfreien. Ach, wo ist eigentlich sein Pferd? Was willst du mit Pferd anfangen? Tragen kann es ihn nicht, dann kann es nur aufessen. Naja, ich denke, er wird sich da irgendwie andere Fischen holen. Ich bin für den... Wie kann man sich so selbst demontieren hier, ganz im Ernst? Ey Leute, ich hab doch noch gesagt, er kann es nicht schlimmer bringen als das Thema mit der Bahn, ne? Ich nehme alles wieder zurück. Ja, es ist so, ne? Man denkt immer, es kann nicht schlimmer werden. Rainer setzt noch einen drauf. Es ist wirklich unglaublich. Ist das fett hier? Danke, ich habe mich gerade verschluckt vor Lachen. Danke für dieses geile Mettwingelmongel. Gar kein Problem, ich reagiere ja nur auf altes Zeug. Aber wie gesagt, das Video wurde sich so oft gewünscht und ist auch für mich eins der Highlights im ja, kompletten Drachengame eigentlich. Ich wusste genau, die Leute haben Bock drauf und deswegen, ja. Und ich sowieso, deswegen dachte ich mir, es wird Zeit. 4K-Abo-Special, da müssen wir wirklich mal rein. Ich glaube, du kannst beweisen, ich hab's dass ja du gesagt. Der Drachenlord bist, wenn du den Lügenlord-Song einfach mal vorsingst. Enoxy, du bist doch der Drachenlord, oder? Er hat nur dieselbe Sprechart. Er hat nur dieselbe Sprechart. Hallo. Also, gar nicht. Ein Dialekt ist das, glaube ich, so. Ich bin nicht ein Drache. Dann sing mal den Lügenlord. Wie dieser Lügenlord-Song so ganz langsam abgespielt wird und so runtergepitcht. Ah, das ist so geil. Drache. Wie ist der Drache. Du kommst ja gleich in die Beine unten. Hamburg. Wie heißt die Ecke denn? Altschauer. Himmelberger. Im letzten Video hat er irgendwas von Neustadt gesagt. Ja, stimmt. Ey, Noxy. Ich finde, du hörst dich nicht dumm genug dafür an, um Sache zu sein. Vielen Dank. Leute, gespickt wird noch nicht. Auch ein Sound, den ich unbedingt mal mit ins Stream mit reinnehmen muss. So geil, ey. Der Drachenlord sagt immer, ja, ich komme jetzt gerade aus der Dusche, aber der sieht so aus, als wenn er gar nicht duschen würde, glaube ich, irgendwie. Nein, das ist einfach nur das Gel, was er da reinpackt. Ja. Dann würde ich es. Weißt du, nachdem ich mir Gel in meine Haare reinschmiere, dann style ich es ja auch. Das style ich ja auch irgendwie und lasse nicht einfach so da rumhängen. Ja, aber das ist einfach das italienische Blut. Das kommt einfach manchmal hoch. Die Haare, das liegt einfach am italienischen Blut, ihr wisst es. Das kommt in die Haare. Schön in den Breitsamer reingepackt und in die Haare. Ja, Haare schneiden kostet ja auch Geld, ne? Enoxy, sag noch mal was. Sag mal, ich prügel dich scheiße aus euch raus.
Ach, doch, Quatsch. Sie sag mal Brügel. Nee, sag mal, wollt ihr den totalen Krieg? Ich finde auch schön, ja, dass man hier seine Meinung normalerweise sind keine 30 aus... Leute und nee, manche ja. Leute sind so ja, laut. Ja, danke. Das ist auch noch ein Unterschied zum Drache. Also dann machen wir die Kinderstimme schon besser. Ich meine, beim Drache ist das jetzt auf jeden Fall 50 Leute, nicht auf 30. Ich meine, wenn du mal eine Freundin hast oder so, wenn die das sieht, was du da gemacht hast. Guter Scherz. Was sollen die denn dann denken? Das geht nie wieder weg. Weißt du was, du verfickter Wichser, Alter? Ich bin jetzt 10 Stunden lang hacken und die Leute merken, dass das ein angeblicher Drache ist, obwohl der Typ den Drachen hasst wie Sau. Das ist nicht der Drache, das redet ihr da. Jetzt bin ich jetzt sind wir wegen dir gewiped, Mann. Alles deine Schuld. Oh Mann. Leute, es ist nur dieselbe Sprechart. Bitte, er ist doch nicht der verdammte Dreche. Noch zu wissen, so eine Wurst. Erst auf den Drachen losgehen, jetzt verteidigst du den Drachen und nennst uns Wichser. Ja, Junge, ich hab den Drachen nicht verteidigt. Ich hab nicht verteidigt, weil ihr mich die ganze Zeit Drachen nennt und es geht mir auf die Eier, weil der Wichser mir sowas von auf die Eier geht mit diesem Scheißdreck. Ohne Witze. Ja. Bricht gerade so Drachenbar. Ich bitte den Lügner sagen, bitte. Das ist der Joker von 10. Er will doch keinen Support. Lass es. Ja! Ja! Mach es doch an. Bitte. Anmachen jetzt, los, los! 1, 2, 3, 1! Was war denn das? War der Drache, oder? Nein, nein, überhaupt nicht. Könnt ihr bitte den Song jetzt anmachen? Ich möchte ihn gerne hören. Ja. Ich möchte bitte mitsingen. Roxy kann ihn abspielen, er ist ja auch Hater. Was gefällt dir am wenigsten? Also, was hast du am meisten? Sein Unterkiffer. Seine Ignoranz. Wie schnell er es auch noch so rausversauen möchte, so. Jetzt ist meine Chance, jetzt kann ich Glaubwürdigkeit wieder gut machen. Seine Ignoranz. Oh mein, Alter. Was für ein Trauerspiel. Sein Sexappeal auf Frauen. Ich hab den Typen mehrmals. Ja, der kotzt mich auch an, sein Sexappeal auf Frauen, ne? Wirklich, der schnappt mir die ganzen Mädels weg. Das ist wirklich ein Unding. Sagt, wie er sein Zeug besser machen kann. Und jedes Mal hat er mich beleidigt, verarscht und geblockt. Da werden wir jetzt Rolle getrollt, meine Freunde. In der Reihenfolge. Du bist noch im Server geblieben? Was? Du wärst doch in den ersten 2 Sekunden gebannt worden. Er schwingt doch so gern seinen Bannhammer. Der Kleine. Normalerweise. Wenn er gerade mal nicht seine Fleischpeitsche schwingt, dann schwingt er den Bannhammer. Dein grünen Späher. Du meinst dein Fleischpeitsche? Normalerweise habe ich mich auch gut unter Kontrolle, wenn man mich ja die ganze Zeit Drache nennt. Ja, wie? Das ist italienisch. Da drüben kommen wir besser zurecht. Außerdem sind da auch noch ganz gut Trolle unterwegs drüben. Und da kommt man ganz gut zurecht noch nicht. Was macht der Drachenlord eigentlich, wenn er nicht gerade sein Schwert poliert? Die hält er leicht rauskehren. Das musst du doch wissen. Du bist doch sein enger Verbündeter, sein enger Berater. Leute, bis 14 Uhr onanieren. Danach, ja, mal gucken. 14 Uhr? Nee, bis 14, 15 Uhr. Gar nicht auf. Da habt ihr es gehört. Danke. Ist drauf. Höchst interessant gerade, ne? Ist drauf. So krank, Mann. Wie man sich selbst so wirklich einfach, ja, vorführen kann. Ich verstehe es nicht. Ich hatte es ja gerade schon gesagt. Ich check nicht, warum man dann nicht rausgeht. Aber dann nach so einem hoffnungslosen Versuch, ja, es klappt nicht. Und dann immer noch auf sich selber, also er ist ja dieser Drachenlord, ja, hat nur eine gleiche Sprechart, dann auf sich selber draufzuhauen und zu sagen, ja, der wiegt so den ganzen Tag. Rainer. Aber mal ganz schnell aus dem TS raus und überdenk mal dein Leben, Mann. Es ist wirklich, es kannst du dir nicht ausdenken, Mann. User left your channel. Solche Trottel wie, du bist doch nicht der Drache, das hört man doch. Ja, offensichtlich meinen die es aber. Ach, Karam, ist eigentlich dazu gedacht. Die haben doch echt kein Leben hier. Leben? Als Hater hat man doch kein Leben. Eben, sag ich ja, die haben eher echt kein Leben. Damit schließe ich mich ein eigentlich, ne? Ist dir klar? Nee, du sagst ja nicht, dass du der Drache bist. Die sagen, dass du der Drache bist, die haben doch echt keine Sinn. Ich bin nicht der Drache. Das sage ich doch gerade, du fährst Scheiße, Alter. Weißt du, er will dich... So geil, er will ihn doch verteidigen, so mäßig. Und Rainer checkt nicht mal das. Rainer checkt nicht mal das und sagt wieder, weil er im Abwehrmodus ist, ich bin doch nicht der Drache. Ja, das habe ich doch gerade gesagt.
Ich hoffe, ich bitte dann einfach ruhig sein, damit man die Leute kicken kann. Sonst fliegt ihr alle. Warum nennt ihr den Raum eigentlich nicht einfach Negerraum? Das wäre doch geil. Heißt doch. Ja, der Overlord gleichzeitig ist dumm. Klassischer Noxi-Witz. Negerraum oder Negeraffe? Hört jetzt auf, ins Mikrofon zu atmen, sonst hört irgendwann ganz auf zu atmen, Amor. Nazi-Lord. Ich glaube, die Fans können das nicht ertragen, dass der Drachenlord hier ist und das ist einfach zu viel, Mann. Der ist doch nicht hier. Das ist der Drachenlord, Mann. Das ist nicht der Drachenlord. Das ist nicht der Drachenlord. Ich glaube auch nicht, dass der Drachenlord das ist. Er ist doch schon wieder raus. Oh Gott. Ich bin doch ganz anders. Er ist in Hellheim. Los, alle daher! So, Drache, jetzt kürzt du dich erstmal mit. So, jetzt können wir uns doch jetzt mal ernsthafte Gespräche führen, ja? Hier. Was mögt ihr denn so? Mögt ihr Drachendildos oder eher so normale Dildos? Also von Bad Dragon, alles die Level Dildos, 1 Troll. Von Bad Dragon, die Dildos, die quasi so groß sind wie dein Kopf quasi, die finde ich schon ziemlich gut. Also die XL-Version. Aber nur die Pferdeversion. Die Drachendinger, die sind mir zu spitz irgendwie. Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Die haben auch einfach, die reiben zu sehr, ne? Da braucht man schon was mit einem anderen Stoff einfach. Das fühle ich absolut. Weißt du, was ich meine? Ja, die geben einfach nicht das ordentliche Prostata-Massage-Fühl. Genau. Okay, ganz genau. Kann ich auch so, das kann ich so nachvollziehen. Korrekt. Aber diese großen, die drücken einfach. Immer auf die richtige Stelle. Oh Leute, Anzeige ist raus. Jetzt rein hier. Wenn die an jede Stelle drücken, dann drücken sie definitiv immer an jede Stelle. Das stimmt. Nee, ohne Witz, wir können die 50 noch zusammenlegen. Servus. Macht man hier 50-50 mit Mario. Ich wollte eigentlich hierher kommen, um zu sehen, was man ein bisschen trollen kann. Also ich glaube, aber offensichtlich wird es ja nichts. Also Noxy, wenn wir trollen wollen. Wenn du trollen willst mit mir. Oh Mann. Ja, da hat der Drache sich verdrückt. Nur leider knapp 30 Minuten zu spät. Das hätte man nämlich schon nach der ersten Minute eigentlich machen müssen, nachdem man gecheckt hat, oh, die Leute wissen, wer ich bin. Scheiße. Ja, das war das 4K-Abo-Special. Ich muss wirklich sagen, es ist und bleibt, ich habe es auch vorhin schon gesagt, für mich, ja, so in der Top 3, glaube ich, der Highlights im Drachen-Game. Es ist wirklich einfach nur geil. Ich würde mir sowas heute auch am liebsten nochmal geben. Wo er wirklich nochmal in so ein TS ist und so, ja, versucht, Leute zu täuschen. Ja, ich bin doch der und der. Das würde ich mir auch so gern geben, aber ich glaube, das würde heute einfach nicht mehr so gut funktionieren. Ach ja, wirklich. Sehr, 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 sehr geiles Video.